Guten Morgen, YouTube. Es gibt einen neuen Wettbewerb vom Brickboard. Der Brick-Zeichen- und Trickfilm-Wettbewerb geht in die dritte Runde. Bei diesem Wettbewerb geht es darum, Brick-Zeichen- oder Trickfilme mit Fremdelementen zu versehen und somit unkonventionelle Animationsweisen auszuprobieren. Um teilzunehmen, muss ein solcher Animationsfilm von mindestens 15 Sekunden erstellt werden, bei dem jeder zusammenhängende Shot ein Fremdmaterial aufweisen muss. Es sollte nur etwas kreativer sein als ein gemalter Hintergrund und mehr nicht. Das Thema des Wettbewerbs ist Heimat oder auch Heim und der Film muss dem Thema entsprechen oder in irgendeiner Weise Bezug dazu nehmen. Den fertigen Film könnt ihr auf YouTube, Vimeo oder einer beliebigen öffentlichen Plattform hochladen. Anschließend muss der Link bis 1.8.2021, 12 Uhr mittags, im Brickboard unter Filmvorstellungen präsentiert werden. Danach werden die Filme im Brickboard von euch untereinander bewertet, wie bei einem Peer Review. Wie das Peer Review funktioniert und wer in der Jury sitzt, wird am 1.8. nach Einsendeschluss bekannt gegeben. Preise gibt es auch. Für den ersten Platz gibt es das Lebkuchenhaus. Der zweite Platz ist dotiert mit dem Dorf der Wächter von Ninjago. Und der dritte Platz staubt die Lego-Bausteine bunte Häuser ab. Und eventuell gibt es noch zwei Tuk-Tuks. Nicht der atombetriebene Tuk-Tuk. Tuk-Tuks. Oh nein, nicht das Atom. Denn die Gastjury verleiht diese unter den Teilnehmern. Also auf die Klötze, Stifte bereit, lasst die Kameras glühen. Bis dann.